Hallo Leute, da bin ich wieder. Vor einigen Tagen habe ich euch ein Rätsel aufgestellt. Und zwar ging das darum, wie kann man 4 Liter Wasser abmessen, ohne auch nur einen Tropfen Wasser zu verschütten. Okay, jetzt geht's zur Lösung. Ihr habt einen 3 und einen 5 Liter Eimer, beide sind leer. Fangen wir an. Ihr füllt diesen 3 Liter Eimer komplett mit Wasser auf. Und wenn der Eimer voll ist, schüttet ihr die kompletten 3 Liter in den 5 Liter Eimer hinein. Und markiert dann den aktuellen Füllstand. Der dürfte etwa hier liegen. So, also wie gesagt, in dem 5 Liter Eimer sind jetzt diese 3 Liter drin. Gut, weiter geht's. Dann füllt ihr diesen 5 Liter Eimer komplett bis zum Rand auf. 3 Liter sind drin im 5 Liter Eimer, also füllt ihr praktisch 2 Liter noch auf. So, der Eimer ist voll. Jetzt füllt ihr den 5 Liter Eimer bis zur Markierung in den 3 Liter Eimer auf. Also ihr füllt diese 2 Liter in den 3 Liter Eimer ein und wenn das erreicht ist, markiert ihr diesen aktuellen Füllstand. Der dürfte etwa hier liegen. Also sind jetzt im 3 Liter Eimer 2 Liter Eimer aufgefüllt. 2 Liter Wasser aufgefüllt. So, jetzt füllt ihr den 3 Liter Eimer wieder komplett bis zum Rand auf. 2 Liter sind drin, also fehlt 1 Liter noch. Wenn der Eimer voll ist, nehmt ihr euch den 3 Liter Eimer und schüttet so viel Wasser bis zur Füllmenge wieder hier ein. Also schüttet ihr genau diese 1 Liter hinein. 3 Liter waren drin, plus dieser fehlende 1 Liter sind genau 3 plus 1 Liter sind genau diese 4 benötigten Liter Wasser. Das war auch schon die Lösung.